was bisher geschah. Du tötest Eugen und keulst die Yu-Gi-Oh! Ich habe es geschafft. Endlich läuft wieder alles. Gunboxing ist tot. Damit ist bereits der 5. Yu-Gi-Tuber gestorben. Oh. Check. Perfect Session. Kriegst deinen ganzen Jabs vom. Eugen ist am Wochenende auf dem Turnier. Hol ihn dir, Schattenspieler. Was bleibt mir anderes übrig? So, das wäre erledigt. Mal sehen, ob er sich als nützlich erweist. Jetzt zu meinem nächsten Gegner. Shiok LP. Meine neuen Zodiac und Trojaco Karten werden mir bei meiner Zerstörung helfen. Hey Shiok LP, ich freue mich schon, meine neuen Karten an dir zu testen. Nicht nur du hast neue Karten, du wirst mein Versuchskaninchen sein. Dann los. Duell! Ich fange an. Ich suche mir zu Beginn Zodiac Ratte und gehe in mein Exit. Nachdem ich eine weitere Ratte beschworen habe, suche ich mir meine Peitsche. Jetzt rufe ich mein neues Zodiac Monster. Durch sie kann ich eine Zodiac vom Friedhof Spezial beschwören. Nicht schlecht. Jetzt zerstöre ich meinen RAM, um so in mein Daigusto Emerald zu gehen. Effekt. Ich ziehe eine Karte. Dann aktiviere ich meine mächtige Feldzauberkarte. Durch sie zerstöre ich mein Monster in der Hand und suche mir ein Masterpiece. Eine Karte verdeckt für später und du bist dran. Dann zeige ich dir mal, was meine neuen Karten zu bieten haben. Ich aktiviere Topf und nehme feierlichen Schlag auf die Hand. Dann opfere ich meine Falle für meinen True Draco. Durch den Effekt meiner Falle kann ich nun dein Monster zerstören. Und jetzt Attacke! Das lasse ich nicht zu. Ich aktiviere den Effekt meines Monsters. Sehr schön. Dadurch darf ich eine Falle aus dem Deck aktivieren. Dein Monster geht trotzdem. Ich aktiviere Domain und setze eine Karte. Du bist dran. Gerne doch. Ich beschwöre zunächst mein Tiger Mörser. Hättest du wohl gerne. Feierlicher Schlag. Das wusste ich doch. Jetzt hast du keinen Schutz mehr. Ich gebe meine Peitsche wieder in ein Zodiac. Ich aktiviere den Effekt meiner Fallenkarte. Das lasse ich nicht zu. Verdammt. Jetzt gehe ich in Breitbulle und suche mir eine weitere Peitsche. Durch meine Feldzauberkarte suche ich mir eine Zauberkarte. Jetzt durch Dreizack zerstöre ich deine Karte und Attacke. Du bist dran. Das ist nicht viel. Ich ziehe. Ich suche mir auch ein Diagramm und aktiviere es. Das lasse ich nicht zu. Ich aktiviere den Effekt meines Monsters. Na und? Ich habe zu viele Lebenspunkte. Du kriegst mich nicht auf Null. Denkst du das echt? Ich beschwöre Rassenklinge und nutze seinen Effekt. Mit Tiger Mörser wähle ich ein Monster am Friedhof und rüste es mit ihm auf. Und jetzt durch meine Zauberkarte rufe ich den mächtigen True Draco Masterpiece. So, das reicht, um dich zu vernichten. Attacke! Zugegeben, das hatte ich nicht erwartet. Doch jetzt darf ich anfangen. Dann zeig mal. Ich aktiviere meine Feldzauberkarte und suche mir ein Monster. Und indem ich meine Zauberkarte opfere, kann ich es auch gleich rufen. Ich setze zwei Karten und beende meinen Zug. Das ist ja nicht die größte Eröffnung. Zuerst beschwöre ich Terrorkreisel und nutze seinen Effekt. Du vergisst, dass ich mir jetzt eine Karte suchen darf. Nachdem die Effekte aufgelöst wurden, aktiviere ich meine Falle und darf Masterpiece auch sofort rufen. Zusätzlich zerstört meine Falle noch deine Monster. Nicht schlecht, doch ich aktiviere meinen Kaiju-Schlummer. Das weiß ich zu verhindern. Ernste Warnung! Denkst du, das hält mich auf? Ich opfere dein Monster und gebe dir meinen nutzlosen Kaiju. Jetzt zeige ich dir, was wahre Power der Zodiacs bedeutet. So, ich aktiviere noch den Effekt von Dreizack und zerstöre den Kaiju. Attacke, meine Monster! Ich setze eine Karte und du bist dran. Was willst du mit einer Karte noch machen? Das wirst du sehen. Erst einmal ziehe ich durch den Effekt von Karten des Untergangs drei neue Karten. Dann aktiviere ich den Effekt meiner Zauberkarte. Effekt 3, zack. Zerstöre sie. Ich setze eine Karte und aktiviere meine Domäne der wahren Monarchen. Du bist dran. Ich bin dran. Zunächst suche ich mir einen Kaiju und rufe Tiger Mörser. Durch seinen Effekt rüste ich wieder ein Monster aus dem Friedhof an ihn aus. Jetzt rufe ich Breitbulle und suche mir eine Zodiac-Peitsche aus dem Deck auf die Hand. Ich gehe dann in Daigusto Emerald. Das erlaube ich nicht. Das war ein Fehler. Jetzt bist du schutzlos. Das war's. Attacke, meine Monster. Du hättest auch auf die Macht der Zodiacs vertrauen sollen und nicht allein auf deine True Dracos. Das war's für dich. Ich habe dich. Glaub nicht, dass es damit vorbei wäre. Doch, das war's für dich. Ich habe es erledigt. R.B. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, ob er es wirklich getan hat. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das laufende Programm mal wieder für eine Sondermeldung. Der Yu-Gi-Tuber Shiok LP wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Ebenso wurde der leblose Körper von Eugen Heid auf einem der CCG-Events entdeckt. Wie diese beiden Taten zusammenhängen, ist bis jetzt noch ungeklärt. Die Polizei erhofft sich jedoch, am Tatort verschiedene Hinweise finden zu können. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.
und wünschen Ihnen noch weiterhin gute Unterhaltung beim Abendprogramm. Victor hat also nicht gelogen. Sehr gut. Jetzt muss ich mich nur noch um Kolste kümmern.